also das Wahlergebnis kommentieren. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem CSU-Vorstand. Das Wort hat der Parteivorsitzende und Ministerpräsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie nach unserer heutigen Vorstandssitzung. Sie können sich vorstellen, dass diese Vorstandssitzung in einer guten Atmosphäre, in einer fröhlichen Atmosphäre stattgefunden hat. Ich habe den gestrigen Wahlsonntag als historischen Tag für Bayern und für die Geschichte der CSU bezeichnet. Es gibt für diesen großen Wahlerfolg viele Gründe. Und mit der Hauptgrund ist das Auftreten und das Wirken unserer CSU-Basis in allen Landesteilen Bayerns, weshalb ich auch alle Mandatsträger gebeten habe, unserer Basis dies zu übermitteln. Man konnte das gestern im Bayerischen Fernsehen auch nach Mitternacht schön verfolgen, die einzelnen Stimmkreise und wie wir in ganz Bayern durch Mandatsträger stark verankert sind und weshalb wir auch für uns in Anspruch nehmen, dass wir die bayerische Lebensart, die Lebensgefühle, die Sorgen, die Ängste, die Erwartungen der Bevölkerung sehr genau kennen. Und danach haben wir unsere Politik ausgerichtet und wir werden sie auch danach in der Zukunft ausrichten. Das zeigt sich auch jetzt nach den sich abzeichnenden Ergebnissen zu den Verfassungsänderungen. Ich habe noch nicht alle Details, aber ich höre, dass dort eine sehr hohe Zustimmung erfolgt ist. Und ich habe es jetzt auf meinem Schreibtisch liegen lassen, damit Sie nicht glauben, man wühlt zu sehr in der Vergangenheit. Die ganzen Kommentierungen, die Begleitungen auch durch die Opposition nach meiner Ankündigung am politischen Aschermittwoch vor 2 Jahren, das ist alles Seehofer und seine ernst zu nehmen und schlimm und so weiter. Jedenfalls, es ist jetzt Gesetz. Und es dauert solche Verfassungsänderungen 2 Jahre, aber es waren alles Punkte, wo ich glaube, dass sie die Bevölkerung verstanden hat und dass die auch notwendig sind für staatliches Handeln in der Zukunft. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass die Entscheidung für den Wahltermin, für 2 Wahltermine richtig war, goldrichtig, und zwar nicht unter parteipolitischen Gesichtspunkten, sondern für Bayern, dass Bayern einen eigenen Wahltermin hat, dass, wie ich gestern selbst mit den Wahlhelfern in meinem Wahlkreis besprechen konnte, überhaupt nicht vorstellbar gewesen wäre, wie neben den vielen Stimmzetteln, die jeder und jede gestern auszufüllen hatte, einzuwerfen hatte, noch auch eine Bundestagswahl stattfindet, geschweige denn eine Volksabstimmung, die ja auch manche für richtig gehalten hätten, zu den Studiengebühren. Wir haben bei den Themen, glaube ich, die Gefühlswelt der Bayern getroffen, sowohl bei den Punkten, die hier in Bayern zu erledigen sind in den nächsten 5 Jahren, was die Vollbeschäftigung angeht, die soliden Finanzen, aber auch die Lebensqualität und die Lebenschancen für alle Menschen und auch das, was wir in Berlin und in Europa zu erledigen haben. Ich kann hier noch mal sagen, jeder Punkt, der von der CSU und von mir persönlich in diesem Wahlkampf thematisiert wurde, wird mit dem gleichen Nachdruck nach dem Wahltag weiter verfolgt werden, so wie der Bevölkerung versprochen. Das ist auch der Wählerauftrag, den man aus dem gestrigen Wahlergebnis entnehmen muss. Ich habe heute unserer gesamten Landesleitung gedankt, vor allem an der Spitze unserem Generalsekretär Alexander Dobrindt, der in den letzten Monaten zu einem ganz entscheidenden, führenden strategischen Kopf innerhalb der CSU geworden ist. Ich habe seit 1980 eine Vielzahl von Wahlkämpfen in herausgehobener Funktion mitbestritten, aber ich musste mich in einem Wahlkampf persönlich noch nie so wenig um
Formulierungen, um Organisation, um strategische Ansätze, um das ganze Beiwerk von Plakaten und Spots kümmern, wie in diesem. Ich hatte den Rücken total frei. Es genügte oft, wenn wir in 14 Tagen einmal Grundlagen besprochen haben, eine Viertelstunde, und der Generalsekretär hat es in einer Perfektion mit seinen Mitarbeitern der Parteizentrale erledigt, die heute auch zu einem ganz großen Beifall im Parteivorstand geführt hat. Und Sie dürfen mir glauben, wenn etwas in einem Wahlkampf hinkt und zwickt, dann ist ein Parteivorstand sehr schnell mit der Kritik dabei. Da gab es heute nicht die geringste Kritik, im Gegenteil, ein großes Lob für ihn. Und meine Damen und Herren, darüber bin ich sehr, sehr froh, wie er dies gemanagt hat. Und das war eine exzellente Leistung. Ich habe gratuliert dem Marcel Huber zum Stimmenkönig. Er hat es verdient. Denn er ist auch noch jemand, der neben seinem Ministeramt, seinem Abgeordnetenmandat, zum Beispiel, wenn Hochwasser ist, als Feuerwehrmann die Stiefel anzieht. Ich habe das selber vor Ort erlebt. Der ist in der Bevölkerung verankert. Eine der letzten großen, sehr engagierten und nicht müden Veranstaltungen hatten wir in Mühldorf. Das Zelt war brechend voll und er ist, man meint, er ist mitten aus der Bevölkerung. Und wenn man nicht wüsste, dass er Staatsminister ist, hätte man an so einem Abend nicht den Eindruck, weil er auftritt wie ein Bürger mitten aus dem Bierzelt heraus. Das ist bemerkenswert deshalb, weil ich eigentlich will, dass wir als CSU diesen engen Bezug zu unserer Bevölkerung und den Dienstleistungscharakter und das Eingraben in alle Zusammenkünfte der Bevölkerung vor Ort, dass wir das auch noch stärker ausprägen in allen Landesteilen. Wir sind also hochzufrieden. Das ist ein großartiger Wahlerfolg. Aber ich möchte auch deutlich sagen, dass dieser Erfolg auch vor allem Verantwortung bedeutet für uns. Wir müssen mit diesem Erfolg verantwortlich umgehen. Das heißt zuallererst, dass gegebene Worte einzuhalten sind, dass sie auch umzusetzen sind auf allen Ebenen, dass wir bescheiden bleiben, auf dem Teppich bleiben und auch wissen, wen wir dem Erfolg zu verdanken haben, insbesondere der Bevölkerung und unserer Basis, und dass wir in dieser Weise auch die nächsten Monate und Jahre bestreiten. Es ist auch der Wählerauftrag, die Dinge, die jetzt in Bayern anstehen, im Einvernehmen zu regeln, im Konsens zu regeln. Das haben alle verstanden. Der Bildung des bayerischen Kabinetts, in der Besetzung der Fraktionspositionen, dass dies konsensual angelegt ist. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es mir gelingen wird, dies auch alles im Konsens zu lösen. Wir werden das so machen, dass ich in den nächsten Tagen mal mit unseren 10 Bezirksvorsitzenden 4 Augengespräche führe. 4 Augengespräche sind immer deshalb gut, weil man die Spurenrückverfolgung dann leichter durchführen kann. Und da fallen keine Entscheidungen, da werden auch keine Vorbereitungen getroffen für irgendwelche Entscheidungen, sondern ich möchte einfach mal mittel- und langfristig mit den Bezirksvorsitzenden individuell unter 4 Augen deren Vorstellungen inhaltlich, personell und so weiter hören. Und das wird sicher diese Woche dauern. Und dann werden wir nach der Bundestagswahl in den eigentlichen Entscheidungsprozess eintreten mit unterschiedlichen Parteigremien, Fraktionsgremien. Mir liegt daran, dass wir die Wahl des Ministerpräsidenten, die Bildung des Landtagspräsidiums, die Abgabe der Regierungserklärung zügig durchführen, das heißt zum jeweils frühestmöglichen Zeitpunkt. Wir werden uns treffen nächsten Dienstag, also morgen in 8 Tagen, mit der Landesgruppe in Berlin. Da müssen wir jetzt abwarten, wie der Sonntag abläuft.
Den werden wir dann am Dienstag besprechen. Ich werde mich am Sonntagabend nach der Bundestagswahl auch nach Berlin begeben, damit wir diese Dinge, was Bundespolitik betrifft, besprechen können. Am Mittwoch der nächsten Woche ist dann die Landtagsfraktion zu ihrer konstituierenden Sitzung beieinander. Wir werden sehen, muss sich erstmal konstituieren, sich gegenseitig bekannt machen. Dann werden wir sicher um Zustimmung für ein Verfahren bitten, das ich mit der Frau Christa Stevens vorbereite, in welcher Zeit wir welche Schritte tun mit der Konstituierung des Landtagspräsidiums, mit welcher personellen Besetzung in der Fraktion, mit welcher Besetzung in der Spitze, mit der Regierung, mit der Wahl des Ministerpräsidenten und der Regierungserklärung. Das ist alles offen, aber es soll zügig gemacht werden. Und ab nächste Woche, wenn ich wieder zurück bin von Berlin, dann auch sozusagen in Entscheidungsprozesse einmünden. Diese Woche wird keine Entscheidung fallen. Diese Woche wird auch nichts vorherbestimmt. Was immer Sie hören an Gerüchten, können Sie getrost davon ausgehen, dass vor nächsten Mittwoch ein Prozess dazu nicht begonnen hat. Ich will nur die Zeit, die wenigen Stunden, die ich diese Woche noch habe, nutzen, mit dem Bezirksvorsitzenden, wie gesagt, zu reden als Stoffsammlung. Die Zustimmung der Vorstandschaft, dass das alles im Konsens zu lösen ist, war total. So, dann haben wir noch, ja, sowas. Total heißt einheitlich. Und aus tiefer innerer eigener Überzeugung. Nein, das machen wir schon sehr kollegial. Jetzt haben wir ab heute noch Bundestagswahl für nächsten Sonntag. Wir haben gestern unsere Zielsetzung erfüllt. Bayern muss Bayern bleiben. Und wir wollen nächsten Sonntag unseren Beitrag leisten, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Und da kommt es jetzt vor allem darauf an, dass wir als Union unsere Anhängerschaft mobilisieren. Wir werden versuchen, dies in Bayern noch einmal in dieser Form zustande zu bringen. Die Wahlbeteiligung ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben es gestern gesehen. Früher hieß es immer, höhere Wahlbeteiligung ist nachteilig für Konservative. Diese These stimmt schon lange nicht mehr. Deshalb Mobilisierung während der ganzen Woche. Wir werden den Wahlkampfinhalt nicht verändern. Es besteht kein Anlass, etwas zu verändern. Wir werden um jede Stimme fighten. Und es besteht zu Leihstimmen kein Anlass. Jede Kraft im bürgerlichen Lager muss selbst um das höchstmögliche Stimmenpotenzial arbeiten. Wir werden deutlich machen die Unterschiede zu Rot und Grün, insbesondere in der Steuer, in der Europolitik, Stichwort Eurobonds und Steuerschuldentilgungsfonds und natürlich auch die wahre Alternative, nachdem Rot, Grün und Schwarz-Gelb ja weit auseinander liegen, dass die Alternative eigentlich nur Rot-Rot-Grün heißt. Auch das ist, glaube ich, nicht in allen Köpfen so verankert. Das ist auch so alles gebilligt worden. Also Mobilisierung, keine Veränderung der Wahlkampfinhalte, der Wahlkampfstrategie und ein sauberes Herausarbeiten der Alternativen zwischen den politischen Lagern, die ja objektiv gegeben sind. So, ich glaube, lieber Jürgen Fischer, das war das Wesentliche. Und die erste Frage kommt von Carsten Höfer. Und deshalb kann jetzt gefragt werden. Ich war noch nicht so. Carsten Höfer ist der Erste. Herr Seehofer, ich hätte zwei Fragen. Das eine ist, offizielles Wahlziel der CSU war ja die Fortsetzung der Koalition mit der FDP. Das Wahlziel ist ja nicht erreicht worden. Ihre Enttäuschung scheint sich aber in Grenzen zu halten. Also warum haben Sie so tief gestapelt vorher? Und war das die absolute Mehrheit dann doch das Ziel, wie Sie es 2008 schon angegeben hatten? Und die zweite Frage, wann soll denn der Prozess der Koalitionsbildung, Regierungsbildung in München abgeschlossen sein, wenn Sie nächste Woche in die entscheidende Phase gehen? Und es scheint ja auch ein Spekulationsverbot in der CSU-Spitze zu gelten. Also jeder, der dagegen verstößt, dem drohen doch beträchtliche Strafen. Also wie sehen die Strafen aus?
Ach, die Strafandrohung war heute humorvoll, eine ganz andere, nämlich das Weglassen der Handys und Smartphones und Ähnlichem bei Sitzungen. Aber das war eine humorvolle Anmerkung. Das ist für Sie dann schlecht, das ist mir klar, aber das war jetzt nur humorvoll. Ansonsten, da gibt es überhaupt keine Strafandrohung. Jeder hat jetzt gemerkt und jede, zu welch großem Erfolg es führen kann, wenn man zusammenhält und fightet. Und ich glaube, dass sich jeder keinen guten Dienst erweist im Hinblick auf unsere Basis, auf unsere Anhängerschaft, wenn er gegen dieses Bild verstößt, das wir in den letzten Monaten präsentiert haben. Das war einzigartig, auch in der CSU, eine Seltenheit, aber es hat stattgefunden. Und man hat gesehen, wenn man gewinnen will, darum kämpft mit allen Möglichkeiten, die man hat, wenn man zusammensteht, einmal auf die Zunge beißt und etwas herunterschluckt, das gilt übrigens für mich auch, dass man dann großen Erfolg haben kann. Und diese Erwartungshaltung, darum sage ich, ist Wählerauftrag jetzt seit gestern. Das erwarten die Leute von uns, dass wir verantwortlich jetzt mit den weiteren Schritten umgehen. Und das heißt, der gleiche Stil, der uns in den letzten Monaten begleitet hat, wird uns in den nächsten Wochen begleiten. Da muss man nicht drohen, das sind alles Profis, die genau wissen, wie wichtig das ist. Jetzt in die neue Legislatur mit einem hohen Maß an Verantwortung und Disziplin zu starten. Und ich sage Ihnen voraus, das wird gelingen. Dazu braucht es keine Drohungen, offen oder versteckt. Ich denke, alle sitzen da jetzt aus tiefer eigener Überzeugung im gleichen Boot. Ja, ich habe ja auch gestern Abend gesagt, ich finde es schade, dass die Freien Demokraten nicht mehr in den Landtag eingezogen sind bei uns in München. Von der Arbeit her, von dem, was sie für Bayern in den letzten 5 Jahren abgeliefert haben, hätten sie es verdient. Aber es ist nicht meine Aufgabe, jetzt eine Wahlanalyse für die FDP anzustellen. Ich als Ministerpräsident, der nie etwas anderes erlebt hat bisher als Koalitionen, ich werde jetzt zum ersten Mal eine Regierung führen, die nicht eine Koalition abbildet, also abgesehen von der Koalition mit der Bevölkerung. Für mich ist das jetzt auch was Neues. Aber ich kann nur sagen, ich finde es schade, weil es waren gute 5 Jahre für Bayern, die jetzt zu Ende gehen, die Koalitionsregierung. Und die FDP hätte es eigentlich verdient, wieder einzuziehen. Aber ich führe jetzt keine Bewertung durch, das müssen Sie mit der FDP besprechen. Dann ist der Kollege Watzke der Nächste. Herr Ministerpräsident, Sie haben das Ergebnis wiederholt als historisch bezeichnet, rein von den Zahlen her, 47,7. Ist es das zweitschlechteste Ergebnis der CSU in der jüngeren Geschichte? Was macht es dann historisch? Ja, mein Gott. Wir regieren. Wir regieren als CSU den Freistaat Bayern. 101 Sitze von 180. Jens Kuhn, bitte. Ja, ist das. Man darf ja auch Wahlziele verfehlen, wie der Herr Höfer gesagt hat, wenn sie im positiven Sinne verfehlt werden. Also, ja, das habe ich heute. Ich habe heute im Parteivorstand sehr umfangreiche Ausführungen zu unserem Potenzial in Bayern gemacht und in Deutschland. Aber wenn ich die jetzt Ihnen vortrage, dann weiß ich nicht, ob Sie nicht den Eindruck vermitteln, jetzt kriegen Sie nicht genug. Und das passt dann wieder zur Bescheidenheit nicht. Aber intern im Parteivorstand habe ich mich sehr wohl mit dem Potenzial in Bayern beschäftigt. Aber das bitte ich jetzt um Verständnis. Ist jetzt nicht mein drängendes Problem. Das ist das Thema der nächsten Jahre. Und wir sind mit 101 Sitzen von 180. 22, glaube ich, ist die Differenz. Der
Kollege Kuhn. Da kommt es sehr darauf an, dass man damit verantwortlich umgeht. Das ist, glaube ich, die größere Erwartungshaltung der Bevölkerung als die Frage, ist jetzt 47 oder 53 oder 49 besser. Glauben Sie mir, die Leute, ich wollte eigentlich heute nichts dazu sagen, trotzdem sage ich es jetzt, wie die Bayern denken, wie sie eingestellt sind, traue ich mir jetzt nach so vielen Jahren wirklich ein Urteil zu. Und die größte Erwartungshaltung unserer Wähler, aber auch derjenigen, die sie uns nicht gewählt haben, ist, dass wir mit totaler Bodenhaftung jetzt verantwortlich für diesen Freistaat weiter Politik machen. Das ist die Erwartungshaltung und nicht eine Prozentediskussion. Das werden wir tun. Und der erste Schritt dazu ist diese Konsenslösung bei den personellen Besetzungen. Ohne Drohungen. Herr Seehofer, Sie haben gesagt, dass es jetzt auch darum geht, dass die Versprechen eingehalten werden. Gilt es auch für Ihre Versprechen, Stichwort Jobgarantie und Stichwort Heimatministerium? Ja, natürlich. Es gilt auch für Nordbayern, Standort. Ach das. Es gibt eine für den Kultusminister, wo ich heute noch froh bin, dass ich das getan habe, weil das war ja auch mit einer Prognose versehen. Ich konnte jetzt nicht die Prognose abgeben, ob er 1 oder 2% mehr bekommt, da muss man hellseher sein. Aber ich wusste, dass seine Politik, seine Bildungspolitik keine negative Wirkung für die Wahlentscheidung der Bevölkerung in Bayern hat. Das war mir klar, das war meine eigene Erkenntnis nach einem halben Jahr und da mache ich die Ohren wirklich auf, wenn ich in Bayern unterwegs bin. Und deshalb konnte ich ihm das in Löwenbräu dazu sagen. Dabei bleibt es. Er hat es jetzt noch erleichtert durch den Gewinn des Stimmkreises. Ich glaube, über die Liste wäre er bei der Sachlage wohl ohnehin gekommen, aber er hat es jetzt erleichtert durch den Gewinn und ich habe ihm heute, gestern sind wir nicht mehr zusammengekommen, gratuliert. Und zwar auch, indem ich ihn nach vorne gebeten habe und der Zustimmungsbeifall war auch für CSU-Verhältnisse sehr, sehr stark. Das haben alle so empfunden in ihren Stimmkreisen. Das landet doch alles bei mir, wenn ein Mandatsträger sagt, ach Grundschule und da Realschule und da Mittelschule und da G8, G9. Das war eine weitgehend, über Schule wird immer diskutiert, über Bildung immer diskutiert, weil ja fast jede Familie davon betroffen ist. Aber es ist nicht so diskutiert worden, dass es zu einem Handicap für uns im Wahlkampf geworden ist. Und das ist das ganz, ganz große Verdienst von Ludwig Spende. Das werden Sie auch, deshalb gilt die Jobgarantie. Jetzt würde ich fast sagen, das werden Sie auch merken in den nächsten Wochen.